Da, hallihallo Leute, hier ist euer Dennis mit dem neuesten Bitcoin-Update. Ja, ihr seht schon hier Silvester, Feuerwerk, ja, wir haben ein neues All-Time-High heute gemacht, beziehungsweise Bitcoin. Und ja, was ich dazu meine, was ich jetzt sehe und was ich, ob ich jetzt in einen Trade einsteige, das zeige ich euch gleich. Also bleibt bitte dran. So, wie im Einspieler schon gesagt, haben wir das All-Time-High geknackt, beziehungsweise Bitcoin hat es gepackt, ja. Und ja, was soll ich sagen? Ja, die Kritiker, meine Kritiker, hatten diesmal recht. Die bärische Variante ist nicht zum Tragen gekommen, so wie ich das wollte. Das heißt, meine ganzen harmonischen Patterns sind kaputt. Also das Bullish-Bett und das Bullish-Gartley oder auch alle sonstigen bärischen Anzeichen. So ist das nun mal. Es sind alles Wahrscheinlichkeiten, was wir sehen und was wir traden, ja. Ich selber, ihr wisst, ich war jetzt an der Seitenlinie jetzt die Tage, um zu gucken, ja, wo geht Bitcoin hin? Weil es ja auch immer mehr bullischere ja, Indizien gekommen sind, wie ich auch in den letzten Videos gezeigt habe. Ich war trotzdem noch überwiegend bearish. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir ein neues All-Time-High machen. Jetzt ist es aber so. Unser HODL-Portfolio freut sich natürlich. Und natürlich auch unsere Trading-Gewinne bei den Altcoins, wo wir auch über die Akademie machen. Und da habe ich zum Beispiel hier als Beispiel hier in der Altcoin-Analyse, wo ich überwiegend die Analysen mache, hier MKR zum Beispiel 17%, ja. Dann habe ich hier neue Analysen, wo ich jetzt hier reingegeben habe, die tun wir mal kurz überspringen. Dann haben wir hier ZEC mit 14%, XMM mit 20% und so weiter und so fort. Also es wird auch gelongt, nicht nur geschortet, ja. Die, wo meine Videos kennen, die wissen das. Überhaupt keine Sache. Wir, also ich trade nach Range oder und. Das war's falsch. So, hier sind wir auf dem Tageschart und hier seht ihr schon, nachdem ihr hier dieses 0382er FIP Extension hier geknackt hatte mit einem schönen Daily Retest hier, war es natürlich auch eine, ja, ein weiteres bullisches Zeichen, ja. Wie gesagt, ich war überwiegend bearish. Jetzt hat sich das bullisch aufgelöst. Sei es drum, ja. So ist das Leben nun einmal. Und jetzt geht's weiter. Und ich sagte in den letzten Videos auch, sollte er hier das All-Time-High knacken, sehe ich hier diese 73.400 Dollar. Das wäre das 0,5er Fibonacci bei mir. Jetzt muss ich mir natürlich aber auch einen gescheiten Einstiegspunkt suchen. Und den habe ich natürlich auch sorgfältig gewählt. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zu den CPRs bzw. Pivots. Ihr wisst, das ist einer von meinen Lieblingsindikatoren. Und schauen wir uns mal kurz im 4-Stunden-Timeframe, das sieht das ein bisschen besser aus an, auf was ich jetzt eigentlich warte. So, unser altes All-Time-High ist ja bei etwa 65.000 Dollar, ja. Das heißt, ich warte ab, bis ihr hier in diesem Bereich hier, das heißt bei dem Weekly R2 und meinem Monthly R3, einen Retest hier macht und der auch erfolgreich sein sollte. Denn ihr wisst, wie es ist, es gibt Fakeouts, ja. Und da will ich entgegenwirken, indem ich natürlich warte, bis hier ein richtiger und gescheiter Retest gemacht worden ist. Ja, natürlich ist es so, sehe ich andere Chart-Patterns, was ich im Moment noch nicht sehe, bin ich ganz ehrlich. Im Moment sehe ich keine bullish oder bearish Patterns jetzt direkt, wo ich traden könnte. Deswegen verlasse ich mich auf meine Pivots. Ja, und wenn das hier, wenn dieser Bereich hier hält, dann werde ich eine Long eröffnen mit dem Ziel natürlich hier als nächstes das Weekly R3 beziehungsweise dann das Fibonacci, was ich eben gezeigt hatte, das 0,5er bei etwa 73.400 Dollar.
Aber natürlich habe ich auch eine bearische Variante im Petto. Ja? Und zwar haben wir hier ein mögliches, auch wenn nicht ein schönes, Rising Wedge. Ja, ihr seht hier, wie viele Punkte er schon hier, Entschuldigung, wie viele Punkte er schon angefahren hat hier unten. Das war 1, 2, 3, 4 Mal sogar. Hier oben waren es jetzt 1, 2 Mal und im Moment hängt er noch da oben. Das ist das Einzige, wo ich sage, gut, das könnte jetzt noch ein bisschen bearish aufgelöst werden. Aber solange das All-Time-High, das was ich euch eben gezeigt habe hier, das R3 hält und das alte All-Time-High, ja, solange ist das Ganze für mich bullish. Sollten wir darunter schließen, unter dieser gelben Linie, da wäre die Möglichkeit da, eine Short sogar zu eröffnen, weil mir dann wieder unter das All-Time-High gefallen wäre. Ja? So, und dann haben wir nämlich natürlich in groß, ihr kennt's, hier diese mögliche Wolf Wave, die kennt ihr aus den anderen Videos, mit dem Ziel hier in Rot. Das wäre natürlich die bearische Variante, die größere bearische Variante, klar. Und da würde ich auch meine Short dann erstmal laufen lassen, bis man vielleicht hier drauf knallt und gucken, wie er dann reagiert. Aber nichtsdestotrotz stehen die Zeichen jetzt erstmal meiner Meinung nach eher für den bullischen Teil, dass mir hier jetzt die 73.400 Dollar anfangen. Aber man muss alles im Auge behalten. Wie gesagt, das wäre jetzt hier in Gelb ein etwas größeres Chart-Pattern, ein mögliches Rising Wedge. Wie gesagt, ist nicht schön. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein bei dem Ganzen. Ja, und ja, ich warte ab, bis einer von den zwei Möglichkeiten in Kraft treten oder Kraft tritt. Was mir ein bisschen Sorgen macht, das habe ich auch im letzten Video gesagt. Ja, weil jetzt ist es eigentlich fast zu weit. Hier könnten wir, ja, ihr seht es schon, die Leute, wo sich ein bisschen mit dem RSI auskennen, hier könnten wir eine mega bearische Divergenz bekommen. Ja, ich mache die mal rot, weil grün ist ja die Farbe der Hoffnung. Ja. So, ihr seht, wir haben jetzt auf jeden Fall ein höheres Hoch, auch aus Wick-Seite, jetzt nicht nur Buddy-Seite, sondern auch aus Wick-Seite jetzt. Egal, ob er jetzt nochmal drunter geht oder nicht, er hat jetzt ein Higher High. So. Und jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, dass wir hier im Weekly Timeframe eine fette bearische Divergenz bekommen. Natürlich heißt es jetzt nicht, dass wir sofort so die Bogenlampe machen, so schwer, sonst würde ich ja sagen, hey, ich bin jetzt noch mega bearisch eingestellt. Ja? Er kann wirklich jetzt hier die 74.000, was habe ich, 43.400 Dollar anfahren und dann muss man sehen, was er weitermacht. Das ist ganz wichtig. Dann muss man sehen, wie er reagiert. Weil dieses Szenario hier, diese mögliche bearische Divergenz, die muss nicht unbedingt ausgespielt werden, muss man gleich sagen. Wenn das so wäre, dann wäre das ja relativ einfach, aber die werden sehr oft ausgespielt. Ja? Hier möchte ich euch mal ein Beispiel zeigen. Ja? Das, wie gesagt, im Weekly ist das gut, hier sieht man auch ja, kleine bearische Divergenzen, die wo hier, das sieht jetzt relativ klein aus. Wir messen jetzt mal aus hier, wie die Korrektur nach dieser bearischen Divergenz hier war. Ja gut, da waren trotzdem 33%. Ja? Man muss halt wirklich aufpassen. Ja? So, aber hier habe ich jetzt ein Beispiel, eine größere bearische Divergenz hier. Und das sieht man hier, haben wir im RSI ein Higher High. Ja? Und hier geht es herunter und hier geht es hoch. Das heißt, wir haben hier eine fette bearische Divergenz, ja, wo es dann schlussendlich zum Abverkauf gekommen ist. Deswegen ist eine direkte Umkehr muss nicht kommen, aber es wird eine kommen, wenn es so bleibt. Wenn diese bearische Divergenz ausgespielt wird, dann wird es ja so kommen, ja. Und er kann natürlich jetzt hier auf 100, was habe ich gesagt? Ich glaube 128.000 ist so mein Maximum, was ich jetzt erstmal sehe. Er kann jetzt wirklich da hoch, dann immer noch drunter bleiben und dann hier eine fette Korrektur, vielleicht sogar auf dieses alte All-Time-High machen. Ja, das muss man natürlich auch sehen. Ich will bloß, dass ihr das im Blick behaltet, das Ganze. So, das war's zu Bitcoin erst einmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es nur eine kurze ein kurzes Update war. Hier sind wir bei GRT. Jetzt fragt ihr euch, ja, GRT, was bringt der jetzt mit GRT? Ganz einfach, in Telegram habe ich in meinem Content-Kanal, ja, habe ich hier diesen Trade hier gepostet. Ja.
Bruch der gelben Linie ist Entry 1, im Bruch der blauen Linie ist Entry 2. Da haben wir jetzt zwei Targets hier, wie ihr seht. Und ja, ich zeige es euch mal ganz kurz in Telegram. So, hier haben wir es. Ja. Nee, hier habe ich schon geschrieben, nachdem hier der erste Punkt erreicht worden ist. Naja, wäre es in GRT reingegangen. Genau, hier habe ich es gezeigt. Wann war das? 13. Oktober. Hier GRT, ja, bevor er hier ausgebrochen ist, in der gelben Linie, da war die Möglichkeit, das Ganze zu traden. Und wenn man das gemacht hat, wenn man hier reingegangen ist, ja, nehmen wir hier mal einen Durchschnitt, das sind wir hier bei etwa 10%, ja, wenn man hier vergrößert hat und wartet hier, dann hätte man, wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen, aber da wären das hier maximal 45%. Wenn ihr auch in die Telegram-Gruppen kommen wollt, hier einfach unter in der Beschreibung gucken, oder Telegram-Gruppe Content Only, oder hier die Crypto-Talk-Gruppe, wo wir uns austauschen können, alles darunter einfach draufklicken, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Des Weiteren würdet ihr den Kanal unterstützen, das heißt, gerade so Sachen, wo wir zusammen traden können, oder Femex und FTX, das sind so meine Lieblingsbörsen, da könnt ihr euch anmelden und ihr würdet euch auf jeden Fall, ihr würdet auf jeden Fall mich damit unterstützen bei dem Ganzen, ja. Des Weiteren, wenn ihr TA erlernen wollt, ja, dann sprecht mich bitte über Telegram oder über E-Mail an, über die Bull vs. Bears Academy. So, das war's für heute. Bleibt sauber, Leute, und bis zum nächsten Mal. Euer Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.